Servus, Sava de Grab und Ai Gude, der Stefan hier. Immer wieder sonntags. Wir machen heute mal einen Ausflug an den Pattaya Beach. Da war das Music Festival, eine Talentshow für Nachwuchs-Showbands. Sehr interessant, da gebe ich euch einen kleinen Einblick. Dann war ich Nudelsuppe essen in einem original thailändischen Nudelrestaurant. Wie das aussieht, da dürft ihr auch gespannt sein. Dann haben wir natürlich den Review zur Oldies Night im Begegnungszentrum in Naglya. Also seid gespannt, es geht los. Und bevor es jetzt richtig losgeht, Pattayas Bürgermeister hat ja gefordert, dass die Straßenbauarbeiten bis zum Beginn der Touristensaison beendet sind. Ich schaue nochmal nach, meine Lieblingsbaustelle, Second Road, die Soi 15 bzw. die Buakau Soi 15, und wir fahren nochmal über die Beach Road und gucken uns an, wie es da ausschaut. Aktueller Lagebericht zu meiner liebsten Baustelle, die Buakau Soi 15. So sieht es in Richtung Avenue aus. Und so sieht es aus in Richtung Soi Buakau. Da ist schon fast alles wieder in Ordnung. Ein paar Lücken noch in der Fahrbahn. Ich denke, die werden auch bald geschlossen werden. Das, was hier noch so schwarz aus dem Boden rausragt, wird wohl der nächste Gullideckel. Da ist noch ein Gullideckel. Und dann, denke ich, wird der Termin Anfang Oktober eingehalten werden. Schauen wir mal, wie es ausschaut auf der anderen Seite. Und hier am Grand Avenue und Centra Asia Hotel sind die Baustellen und die Bauarbeiten auch schon ziemlich weit fortgeschritten. Da wird schon die nächste Betondecke vorbereitet. Und ich denke, das wird nächste Woche auch geschlossen werden können. Etwas dramatischer sieht es natürlich noch hier aus. Buakau Soi 15, Ecke Second Road. Aber auch da sind schon gewaltige Fortschritte zu sehen. Handarbeit aus Myanmar ist natürlich hier preiswerter als jede Technik. Und wie man hier sehen kann, der Kanalschacht ist auch schon betoniert. So, das hier ist der Blick in die Soi 15. Und das hier ist der Blick auf die Second Road. Und da unten fließen dann zukünftig die Abwässer. Arbeitsende im Oktober halte ich weiterhin für eher unwahrscheinlich, aber man bemüht sich wenigstens. Es ist 10.15 Uhr am Samstagmorgen und jetzt habe ich mir mal die Kamera vorne aufs Motorrad geschnallt und dann fahren wir mal kurz die Baustellen oder die Kabelarbeiten auf der Second Road ab. Die größte Engstelle natürlich hier an der Soi 15, da kommt es jeden Tag zu riesen Staus. Danach lockert das Ganze etwas auf. Einige Kabelarbeiten gibt es noch am linken Fahrbahnrand. Aber auch die sind schon sehr weit fortgeschritten.
Wir sind jetzt hier auf der Höhe vom Royal Garden Plaza Einkaufszentrum. Man sieht hier noch die weißen Stellen auf der Fahrbahn. Da waren vorher die Löcher gewesen für die Bohrmaschinen. Die sind jetzt eingeebnet. Ich gehe mal davon aus, die Straße wird auch in den nächsten Wochen noch mal komplett asphaltiert. Und jetzt machen wir hier einen kleinen Sprung auf die Beach Road. Auch da sind die Straßenarbeiten schon sehr weit fortgeschritten. Die Straße ist auf allen Fahrspuren asphaltiert, und zwar bis in Höhe der Soi 13.2, also dem Royal Garden Plaza Einkaufszentrum. Und danach geht es erstmal einspurig weiter. Das heißt, die Straße ist auch hier, ich denke mal, im Laufe der nächsten Woche komplett asphaltiert bis runter zur Beach Road. Das war Aktuelles von den Straßenarbeitern in Pattaya, Second Road und Beach Road, Stand 16. September 2023. Ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell das hier in Pattaya passiert. Letztes Jahr war das noch eine riesen Baustelle gewesen. Davon ist kaum noch was zu sehen. Die Beach Road ist jetzt fast durchgehend befahrbar. Also bis nächste Woche, denke ich mal, wird die komplett asphaltiert sein. Ich denke so zurück in Deutschland. Da war im Nachbarort ein Kanal verlegt worden in einer Hauptverkehrsstraße. Da war die Straße, glaube ich, 2 oder 3 Jahre gesperrt. Und hier geht es eigentlich ratzfatz, auch wenn das auf den ersten Blick gar nicht so erscheint, weil man sagt, oh, jetzt ist das Ding schon monatelang zu. Aber es geht tatsächlich richtig, richtig schnell. Und weil wir mit dem Roller gerade unterwegs waren, fahren wir mit dem Roller weiter zu einem Nudelrestaurant. Es geht mal wieder essen, und zwar in ein Lokal, das eigentlich selten einen Farang zu Gesicht bekommt. Wenn man sich was auf YouTube mal anschaut, der Laden ist etwa eine halbe Stunde oder knapp 18 Kilometer von Pattaya entfernt. Wir fahren mal hier die Route kurz ab. Ich blende euch später nochmal ein, der Laden ist nämlich gar nicht so einfach zu finden. Ja, wie ihr seht, wir sind hier außerhalb der Stadt in einer ländlichen Region, so wie es eigentlich im größten Teil von Thailand ausschaut. Links am Fahrbahnrand ist der Hinweis zur Einfahrt. Und wie ihr schon sehen könnt, es ist alles in Thai-Schrift. Das heißt, ohne Thai-Kenntnisse werdet ihr es schwer haben, hierher zu finden. Wer den Laden auch mal besuchen möchte, der muss jetzt ganz genau hinschauen. Ich zoome mal rein in die Karte. Der Laden hat keinen übersetzten Namen. Und wenn man den Namen, der eingegeben ist, übersetzt, kommt da raus Millionärs Nudelladen. Also etwas tricky für euch, das Ganze zu finden. Leute, sag mal den Leuten, wo wir hier sind. Tell the people where we are now. Kuai Tiao Se Thi, Bang Lamong. So, also das erste Mal sind wir hier außerhalb von Pattaya natürlich wieder, und hier gibt es so viel gar nicht zu sehen. Es ist Landleben, es ist tatsächlich außerhalb Pattaya, und es ist das richtige Thailand. Und hier gibt es vor allen Dingen was zu essen, habe ich gesehen. Gucken wir uns die ganze Geschichte einfach mal an. Thank you.
Wer schon immer mal eine Lotusblüte sehen wollte, so schaut die aus. So, das wird für den Pharang jetzt mal eine ganz neue Erfahrung. Essen auf Bodenhöhe und das Floß schwankt etwas. Und meine... Ja, gib mir Kämmerler, okay. So, und Sitzplatz haben wir gefunden oder wie das bei Boden üblich ist, ein Liegeplatz. Ich bin hier auf Bodenhöhe und dann gucken wir mal, was es Gutes zu essen gibt und ob es wirklich gut ist und was es kostet. I cannot sit same time. Yes, guck mal, wie sich da jemand freut, dass der alte Sack jetzt auf dem Hosenboden sitzt. So schaut's aus. Would you like? Say hello to the people. So, die Essensbestellung überlasse ich da meiner besseren Hälfte. Soda, if they have Coke Zero. So, nachdem ich hier unten jetzt im Sitzen ausprobiert habe, das ist für den Pharang keine gute Idee, werden wir uns jetzt nach oben begeben und die Mahlzeiten oben zu uns nehmen. So gut gepolstert sitzt der Stefan dort auch gleich viel besser. Aloy? Aloy. Mag? Gut. Also so sieht das aus, wenn man hier Suppe isst. Das Ganze wird dann natürlich entweder auf den Löffel gelegt, kann ich jetzt nicht machen, weil dieser Selfie-Stick keinen Tripod dran hat und zum Hinstellen. Genauso kann man das essen, wie es ein Chinese isst, einfach. In den Mund schaufeln. Das ist also eine Nudelsuppe mit Schwein, mit Pork.
Ein Soda. What's your dinner? What's your dish? Noodle. Noodle? Same like me? Small noodles. Why? Small noodles. Yeah. But same, same. You have a little bit more big noodles. Okay, ja, ich habe ein paar Nudeln mehr. Bin mal gespannt, was das Ganze dann zusammen kostet. Wir haben hier ein Soda, ein Wasser und zweimal die Nudeln mit Schwein. So, die Rechnung kommt zum Schluss. $130 for two soup and water and soda. Kommt gut ran. Ja, $130 ist ja fast geschenkt. Also dieses Nudelrestaurant zu finden, das ist wirklich sehr, sehr tricky. Ich habe mich da auch über Google Maps vorarbeiten müssen und habe mir die einzelnen Restaurants angeguckt und die Bilder verglichen. Und genauso könnt ihr es auch machen, wenn ihr dahin wollt. Man muss da nicht unbedingt hin, aber es ist eine interessante Erfahrung, weil dann ist man halt in Original Thailand. Und wenn ihr dahin fahrt, nehmt euch eine thailändische Begleitung mit. Sonst habt ihr da verloren. Da spricht kein Mensch Englisch und da wird auch nichts Englisch geschrieben. Ihr müsst euch da in Landessprache unterhalten, sonst seid ihr da verloren. Und dann gehen wir weiter an den Pattaya Beach. Music on the Beach hieß das Festival, eine Veranstaltung für Nachwuchs-Showbands. Und ich liebe ja Spielmannszüge und das war immer für mich das größte Vergnügen, wenn irgendwo kehrt und du hast von Weitem schon die Pauken gehört und die Querflöten und die Triangel, da war ich immer ganz begeistert. Und hier in Pattaya gibt es jetzt einen Wettbewerb für Schülerbands. Also wenn es etwas schräg klingt, denkt dran, das sind Kinder. Und ich habe über 70 Minuten Videomaterial. Ich zeige euch jetzt bloß mal so ein paar kleine, willkürlich ausgewählte Highlights und werde mal versuchen, das Ganze in der nächsten Woche auf so 15, 20 Minuten zurechtzuschneiden. Weil es lohnt sich wirklich, wenn man für sowas eine Affinität hat. Es ist ganz, ganz toll. Da erzähle ich euch nächste Woche mehr dazu. Aber jetzt schaut mal diesen kleinen, nennen wir es einfach Teaser.
Ja, mir hat das richtig Spaß gemacht, da zuzugucken. Das war am ersten Tag, waren es die Spielmannszüge, das heißt, man ist marschiert, die Beachroad lang marschiert, und am zweiten Tag, also gestern am Samstag, war das eine Battle. Da haben sich zwei Spielmannszüge gegeneinander gebettelt, also im übertragenen Sinn gekämpft. Ein Juror musste dann entscheiden, wer die bessere Show abgeliefert hat. War gar nicht so einfach. Erzähle ich euch nächste Woche mehr dazu. Machen wir es jetzt etwas gemütlicher. Gucken wir mal, wie es in Naglia zuging bei der Oldies Night. Noch einmal ein ganz herzliches Willkommen zu unserer ersten Abendveranstaltung der neuen Saison hier im Begegnungszentrum. Der Abend wird im Wesentlichen gestaltet von den Bezi-Sängern, die seht ihr hier hinter mir. Bernhard, Peter und Wolfi. Die werden euch mit Klassikern, mit Oldies but Goodies aus der Zeit unterhalten, als wir alle noch jung und schön waren. Da werden Erinnerungen aus der wilden Jugendzeit. Ja, die meisten haben wir auch schon gegessen. Da bleibt mir also nur noch zu sagen, genießt das Programm, unterhaltet euch gut und habt Spaß in diesem Sinne. Jawohl. Ja, und was ich noch ergänzen möchte, wenn jemand einen Musikwunsch hat, kommt hierher, traut euch ruhig. Wir haben auch Karaoke-Programm, wenn jemand etwas selber singen will. Lasst euch nicht zurückhalten, kommt hierher und singt mit uns zusammen oder auch alleine, wie ihr gerne möchtet. Viel Spaß! So, und das war's für heute. Ich hoffe, ihr seid jetzt einigermaßen stimmungsvoll in den Sonntag reingekommen. Bis zum nächsten Mal. Tut Gutes, habt Spaß und genießt euer Leben. Tschüss, euer Stefan.